Hallo Menschen, heute soll es um die Nominierten des Preises der Leipziger Buchmesse gehen und vorweg gleich zwei Anmerkungen. Nummer eins, ich habe noch keines dieser Bücher gelesen, sondern ich habe mir das Video eher als so eine Art Vorstellungsrunde gedacht und dann hoffentlich in den Kommentaren auch eine Diskussion, was ihr vielleicht schon gelesen habt und empfehlen könnt oder was euch einfach am meisten interessiert oder wo ihr denkt, dass die vielleicht ganz gute Aussichten auf den Buchpreis haben. Und die zweite Anmerkung ist, ich werde mich größtenteils auf die 5 Nominierten im Bereich Belletristik konzentrieren, ein klitzekleines wenig auf die Sachbücher eingehen und die Kategorie Übersetzungen für dieses Video zumindest ignorieren, was nicht daran liegt, dass ich das nicht wertschätze, sondern dass ich das einfach nicht einschätzen kann, ob das nun gut ist oder nicht, weil ich keines dieser Bücher im Original gelesen habe. Und dann geht es auch schon los mit dem Titel Zeiten im Januar von Ursula Akrill. Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass ich mich anhand dieser praktischen kleinen Broschüre entlanghangle, wo neben so einer Art Inhaltszusammenfassung immer auch eine Leseprobe ist und die Begründung der Jury, warum sie sich nun für diesen Titel entschieden haben. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass Zeiten im Januar ganz gute Aussichten auf den Erfolg hat, weil es mich so mit dieser Deutschland-Thematik und dem historischen Kontext ein bisschen an Crusoe letztes Jahr erinnert. Vielleicht will die Jury natürlich auch genau den Gegenteil haben, aber mit der Geschichte jetzt über den Ort Zeiden im Winter 1941, was in Siebenbürgen liegt, was nichts anderes ist als Transsilvanien, also in Rumänien, wo es aber so eine Art deutschsprachige Minderheit gibt. Und dort konzentrieren wir uns ein bisschen auf die Chronistin der Stadt, die auch ein rumänisches Ziehkind hat und dann aber auch mit diesem Arzt in Verbindung steht, der jetzt für die SS-Männer rekrutieren soll. Und dadurch entsteht natürlich so ein bisschen dieser Konflikt zwischen auch diesem Kleinbürgertum und auf der anderen Seite dem aufsteigenden Nazitum. Und es wird hier so beschrieben als eine komplexe Geschichte einer deutschsprachigen Enklave, deren Bewohner, beschädigt von den Umbrüchen nach dem Ersten Weltkrieg, der nationalsozialistischen Propaganda verfallen. Also ich glaube, mit so einem gewissen kritischen historischen Kommentar in literarischer Form liegt die ganz gut im Rennen. Zumal die Sprache mir recht schön vorkommt. Also es ist nicht modern, ganz im Gegenteil, es ist eher ein bisschen traditionell und sehr ruhig geschrieben, aber ich glaube, dass das ganz gut ankommt. Etwas im Gegensatz dazu steht von Theresa Breauer Johnny und Jean? Jane? Bin mir nicht ganz sicher. Inhaltlich geht es eigentlich um zwei junge Menschen, die an die Kunsthochschule wollen oder auch schon sind und eben große Kunst machen wollen. Muss zugeben, inhaltlich haut mich das nicht weg. Ich habe auch ein bisschen genug Geschichten jetzt von jungen Leuten, die ihren Platz in der Welt finden wollen, gesehen. Aber der Schreibstil scheint großartig. Also die kurze Leseprobe hat mich absolut überzeugt. Und es könnte zumindest ein interessantes Leseerlebnis sein, weil es mir auch so vorkommt, als ob die Erzählerin eher unzuverlässig ist. Und da das eine Ich-Erzählung ist, könnte es dann so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass wir nicht mitkriegen, was es jetzt nun war, was ist vielleicht nur Vorstellung oder Träumerei von ihnen. Viel mehr scheint an der Geschichte ehrlich gesagt nicht dran zu sein, aber ich denke, wenn es als Taschenbuch rauskommt, spätestens dann werde ich es mir kaufen. So, Nummer 3. Die Sprache der Vögel von Norbert Scheuer. Die Jurybeschreibung hier lässt Großes vermuten. Ich lese euch das mal vor. Extrem dicht erzählt Norbert Scheuer von einem jungen Mann, der freiwillig als Sanitätsgefreiter nach Afghanistan geht. Ein Roman über Erinnern und Vergessen, Tod, Schuld und Krieg, aber auch über die Schönheit der Natur, die Poesie der Sprache und des Vogelflugs. Das klingt großartig. Aber, und ich weiß nicht, ob die einfach nur einen sehr, sehr schlechten Abschnitt gewählt haben, die Erzählweise ist so banal, so tröge. Ich habe nur diese zwei Absätze hier gelesen und dachte mir schon so, boah, Gott, da sticht ja gar nichts heraus. Keine schöne Sprache, keine schönen Formulierungen, nichts Mitreißendes für mich. Also, wenn ich da jetzt nicht noch irgendwie 10 großartige Rezensionen höre, die mir alle sagen, wie toll der schreibt, dann fällt das für mich ehrlich gesagt eher weg. Aber vielleicht habt ihr ja schon mal was von ihm gelesen. Er schreibt auch wohl mehrere Gedichte, es ist auch nicht sein Debüt. Möglicherweise ist er ja ganz toll, ich habe ihn nur irgendwie schlecht erwischt jetzt. Das nächste ist ein Gedichtband und das finde ich eigentlich ganz nett, dass man das auch mit aufgenommen hat. Es handelt sich um die Regentonnen-Variation von Jan Wagner und das Gedicht, was die hier für die Leseprobe gewählt haben, ist großartig. Es ist Koalas, vielleicht findet ihr das auch online oder ich verlinke es euch irgendwie. Ich hatte das allerdings auch auf Arbeit und habe da schon mal reingelesen und das hat mich nicht überzeugt. Ich liebe Lyrik, ich lese das sehr gerne, ich kaufe mir auch Bücher tatsächlich, aber das hier...
ist zugegeben vielleicht auch nicht so ganz meine Thematik. Also nur Naturbeschreibungen und Tiere und Beobachtungen sind einfach nichts für mich. Also es wird auch beschrieben, dass er eben unangestrengt und humorvoll Weidekätzchen und Würgefeige, Murchel, Melde, Olm und Otter ins poetische Visier nimmt. Und vielleicht mag es dann halt doch mehr, wenn Lyrik sich auf Menschen und Emotionen und irgendwie die großen Fragen dreht und nicht, ob Koalas nun kleine verlauste Buddhas sind. Wobei die Formulierung schon sehr schön ist. So, und dann sind wir auch schon beim letzten für die Belletristik-Kategorie. Und zwar ist das Lächeln der Alligatoren von Michael Wildenhain. Hier geht es einerseits um das Verhältnis eines jungen Mannes zu seinem behinderten Bruder und dann entwickelt sich das aber noch weiter, als er sich in die Betreuerin dieses Bruders verliebt, die wiederum Kontakt mit so gewissen politisch engagierten Studentenkreisen hat und ihn da auch mit reinnimmt. Insofern habe ich die Hoffnung, dass es eben mehr ist als so eine typische Coming-of-Age-Geschichte und dass auch nicht nur diese Liebesthematik im Zentrum steht, sondern dass es eben auch schön politisch wird. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Und wenn ich irgendwie etwas in die Richtung höre, dann würde ich mir das Buch vielleicht auch kaufen, denn der Schreibstil hat mich eigentlich auch überzeugt. Das klang recht schön, ist vielleicht nicht ganz so besonders wie das von dieser Theresa Breauer, aber eigentlich ganz nett. Und das war es auch schon für die Belletristik. Bei den Sachbüchern muss ich zugeben, zwei interessieren mich persönlich gar nicht, aber das ist ja auch wirklich dann eine thematische Frage. Und zwar ist es dieses Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent, eine Geschichte des neoliberalen Europa, nicht so meins. Und dann auch der Souveränitätseffekt interessiert mich nicht ganz so. Die Biografie von Kafka, das ist jetzt der dritte Teil, der erschienen ist. Ich habe den ersten schon gelesen, den zweiten nicht. Mag die Art und Weise, wie der Herr Rainer Stach das macht, sehr gerne. Es steht auch hier so, dass er eben ein Gegenbild zum Stereotyp von Kafka als einem Asketen, der depressive Texte schreibt, entwickeln möchte. Und das finde ich eigentlich ganz nett, weil man von Kafka so eine unglaublich vorgeprägte Meinung hat durch den Schulunterricht, glaube ich. Also die meisten von uns zumindest. Und ich Kafka sehr, sehr mag. Und es deswegen auch ganz interessant finde, da mal noch einen neuen Blick drauf zu entwickeln. Was auch ganz interessant klingt, ist Mythos Redemacht, eine andere Geschichte der Rhetorik von Karl-Heinz Göttert. Es scheint ein ganz schöner Brummer zu sein, aber das heißt ja nichts Schlechtes. Und er macht hier so wunderbare Dinge, tatsächlich gehaltene Reden miteinander vergleichen. Zum Beispiel Perikles und Richard von Weizsäcker, Cicero und Joschka Fischer, Augustinus und Otto von Bismarck. Das klingt interessant, muss ich zugeben. So, und als letztes haben wir dann noch Der lange Sommer der Theorie, Geschichte einer Revolte, 1960 bis 1990 von Philipp Felsch. Ich dachte irgendwie, und ich muss zugeben, ich habe mir den Buchrücken gar nicht durchgelesen, dass es da vielleicht eher so um die Hippie-Bewegung ging, warum auch immer. Verurteilt mich bitte nicht, aber es stellt sich heraus, es geht eher um die Aufbruchsstimmung in den Geisteswissenschaften. Und das klingt doch dann eigentlich schon wieder ganz interessant, meiner Meinung nach. Es wird beschrieben, wie das Denken in alle Lebensbereiche vordrang, wie man las und diskutierte, nächtelang. Eine kluge, anregende und ohne jede Nostalgie erzählte Geschichte des Denkens, des Lesens und des Gesprächs. Könnte was für mich sein, auch wenn ich noch nie etwas von Philipp Felsch gelesen habe. Vielleicht kennt den ja einer von euch. Und allgemein würde mich das interessieren, ob ihr schon was gelesen habt, was ihr für die Favoriten haltet oder was euer persönlicher Favorit vielleicht ist. Und insofern, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf eine Diskussion und bis zum nächsten Mal. Tschüss!